Hallo zusammen, heute mal ein Video zum Umbau einer Sachs-Schaltung Super 7, 7-Gang-Namenschaltung auf einer SRAM-7-Schaltung. Und zwar deswegen, weil ich ursprünglich vorhatte, diese Super 7 an ein Tandem zu montieren, was natürlich zur Folge hat, dass man den Schaltzug verlängern muss. Der war also original am normalen Fahrrad. Und da habe ich festgestellt, dass ja diese Sachs Super 7 Schaltung gar keinen Schaltseil hat zum Schalten, sondern diesen Draht, diesen Schaltdraht. Und das scheint von den Eigenschaften her anders zu sein als das, was man so kennt, weil eben diese Sachs Super 7 gar keine Einstellmöglichkeiten hat. Ich kann weder hier an der Clickbox, noch kann ich hier oben an dem Schaltgriff irgendwie die Länge von diesem Schaltdraht einstellen. Das heißt, das ganze Ding ist eine Einheit vom Schaltgriff über den Schaltzug bis hin zur Clickbox. Und meine Idee war ja ursprünglich, ich schneide hier diesen Schaltzug auf, verbinde den hier mit so einem flexiblen Schaltzug von der normalen Schaltung und hier oben geht es dann wieder weiter mit dem Schaltdraht und das haut eben nicht hin. Da ich jetzt aber gelesen habe, dass man eben diese Super Sachs austauschen kann mit einer SRAM 7, habe ich mich entschieden, das mal auszuprobieren. Das heißt, die Sachs Super 7 und die SRAM 7 sollen kompatibel sein. So, was habe ich dafür alles gebraucht? Also neben der neuen Clickbox mit der Schalthülle und dem Schaltzug, weil die ja länger sein müssen, musste ich alles neu kaufen. Eine Zange zum Kneifen vom Schaltzug, Kreuzschlitz, kleine Schraubendreher, eine Nadel, Fett, Öl und eine Spritze, Imbusschlüssel, 7er Maul, Messschieber und Zollstock. Also habe ich mir jetzt im Internet beim Fahrradhändler diese Ersatzteile gekauft, Schaltgriff einer Sachs SRAM 7, Clickbox und ein Schaltzug. Natürlich auch nicht so lang wie fürs Tandem, aber hier kann ich ja relativ easy das Ganze wechseln und den Schaltzug halt länger machen. Aber vorher will ich natürlich ausprobieren, ob das wirklich stimmt mit der Kompatibilität zwischen SRAM 7 und der Sachs Super 7. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier die Clickbox entfernen, das Ding hier ranbauen und erstmal gucken, ob das hier dann auch funktioniert. Weil, wie gesagt, die Namenschaltung ist von der Sachs Super 7 und wenn ich das nicht hinkriege, kann ich alles wegwerfen, weil auf nochmal ein Ersatzteil für eine Sachs Super 7 will ich mir nicht beschaffen und dann wäre eben das ganze Hinterrad futsch und ich müsste mir wieder eine neue Schaltnarbe einbauen, Nexus oder was weiß ich. Fangen wir mal an mit dem Tausch. Schraube kurz rausdrehen und schon kann ich das ganze Ding hier abziehen, die Clickbox. Lasse ich erstmal hängen, stört mich nicht weiter. Dann nehme ich meine neue SRAM 7 Schaltung, hat mich ungefähr 50 Euro gekostet. Schalte die, das stand irgendwo in der Anleitung, in den ersten Gang, wenn man hier die Montage macht. So, rauf mit der Clickbox. Ist am Anfang ein bisschen hakelig. Ich muss gleich richtig sitzen. So, jetzt habe ich es offensichtlich geschafft. So, jetzt kann ich es raufschieben. Drehe erstmal die Schraube fest und jetzt darf es auch nicht mehr abgehen, sonst sitzt sie nicht richtig. So, erster Gang ist drin. Drehe ich mal. Ja. Jetzt schalte ich mal in den 7. Gang. So. Jetzt merkt man, dass er auf jeden Fall schneller läuft. Na, jetzt ist er erst drin. So.
Scheint also erstmal so zu funktionieren. Aber jetzt mache ich erstmal noch eine Probefahrt. Also wieder zurück. Ja, Probefahrt gemacht. Funktioniert alles, schaltet. Also was ist, oder was nicht so gut ist, aber das hat jetzt nichts mit dem Tandem zu tun, ist, wenn man Last drauf hat, auf der Hinterachse, also man fährt und dann schaltet, schaltet der halt nicht gleich hoch, sondern oder runter, sondern man muss erst ein bisschen den Druck runternehmen von der Schaltung, dann schaltet er erst. Aber das ist typisch halt bei diesen älteren Namenschaltungen, dass die unter Last nicht einfach so schalten, wie zum Beispiel bei einer Kettenschaltung. Ja, ansonsten funktioniert, das heißt Teil 1 ist abgeschlossen und jetzt ist eigentlich nur noch die Aufgabe, einen etwas längeren Schaltzug einzubauen, weil hier fehlen gerade vielleicht mal 30 cm, aber ich will natürlich die Schaltung nicht hinten haben, sonst könnte ich es jetzt so lassen, sondern die soll hier vorne rauf. Da kommt die alte Supersachs runter und dann wird das Ding hier nach vorne verlegt, aber dafür muss ich halt Schalthülle und Schaltzug komplett wechseln. Fangen wir an. So, jetzt machen wir uns daran, den Schaltzug auszutauschen. Vorne ist der erste Gang drin und jetzt baue ich hier aus der Clickbox den Schaltzug aus. Dafür löse ich erstmal hier diese Schraube. Und dann drehe ich hier oben die Einstellschraube ab für die Schaltzugspannung. So, kann man so abziehen. Und jetzt geht die Abdeckplatte automatisch ab und hier sieht man ja, hier ist der Schaltzug eingehangen. Das Ganze steht unter Federspannung und ich will nicht, dass das jetzt so wegschießt. Das ist also so zweimal hier umgeschlagen. Hebel ich das hier so hoch, indem ich den Schaltzug hin und her bewege und dann kommt langsam hier diese Messingschraube raus. So, das lasse ich mal schön in der Position. Ist da nicht verstellt. So, und hier haben wir jetzt die Schraube. Lasse ich auch erstmal so, damit ich für den neuen Schaltzug, den ich hier einbaue, wieder hier die gleiche Länge habe. So, dann nehme ich mir den Schaltgriff und hebel hier diese Abdeckung auf. Die ist hier so reingeklipst. Zack. Hier ist er. Und da ich den ersten Gang drin habe, sieht man hier an dem roten Untergrund kommt auch gleich hier das Ende von dem Schaltzug zum Vorschein. Und das muss ich jetzt, zumindest würde ich das jetzt so machen, hier so mit einem spitzen Gegenstand, hier mit so einer Nadel, raushebeln. So, jetzt will ich ja den jetzt hier rausziehen, den Schaltzug. Kann ich aber nicht, weil ich habe ja hier auf dem anderen Ende der Seite vom Schaltzug diese Messingschraube. Die muss ich ja erstmal lösen. Und dann messe ich halt nochmal hier so diese Entfernung. Das werden vielleicht 4 mm sein. Und stelle dann den neuen Schaltzug auch so ein. Sind also mit dem Messschieber hier 3,5 mm. So, und mit einem kleinen Schlüssel, mit einem 7er Maulschlüssel, halte ich jetzt hier gegen und kann dann die Feststellschraube lösen und den Draht hier
das hier rausziehen. Kappe kommt gleich ab. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich stecke hier den Schaltzug wieder ordnungsgemäß rein. Ich sage gleich warum. Lass das Ding hier auf dem ersten Gang. Der ist eingerastet. Und ziehe jetzt hier nochmal kräftig an dem Schaltzug, sodass hier alles anliegt. Und dann messe ich genau die Länge nochmal von dem Schaltzug, der aus der Hülle guckt, bis zu dem Ende, was wir hier sehen. Und so stelle ich es auch bei der neuen Schaltung ein. Und das sind, wenn ich jetzt den mal einigermaßen glatt ziehe, ungefähr 12 cm. Also 12 cm muss er hier rausgucken. Kürzer machen geht immer, länger machen ist schwerer. Dann kommt jetzt hier das Ding raus. Meiner tollen Nadel hier. Und jetzt ziehe ich den Schaltzug hier raus. Ich will den ja eventuell nochmal verwenden. So. So, dann habe ich mir hier eine sehr lange Schalthülle gekauft übers Internet. Die ist so 2,40 Meter lang ungefähr. Entsprechenden Schaltzug dazu. Kriegt man halt nicht im normalen Fachgeschäft, weil es eben für ein Tandem halt eine Überlänge bedarf. Und über so eine Spritze und Öl werde ich dann den Schalt, die Hülle erstmal mit Öl füllen, damit da weniger Korrosion entstehen kann. Und dann baue ich das Ding erstmal die Hülle ein und gucke, ob das mit der Länge passt. So, jetzt habe ich die Hülle verlegt am Tandem und mit Klebeband fixiert und bringe das Ding jetzt erstmal hier auf Länge, so wie ich es haben möchte. Muss ich also ein Stückchen abschneiden. So, das heißt, bis hier geht das Ding, also muss ich es hier abschneiden. Nochmal checken. Weil danach führt kein Weg mehr zurück. Was zu kurz ist, zu kurz. Aber ich habe das jetzt gründlich vorbereitet und schneide jetzt hier die Hülle ab. Und mal ein bisschen ausrichten, dass das schön rund ist. So. So kommt das dann ran. Und bevor ich den Schaltzug einbaue, kommt ja auch noch mal ein ganz bisschen Fett innen drin drauf. Ich habe hier so ein relativ leicht dünnflüssiges Fett. Aber ich denke mal, das ist egal. Hauptsache wird ein bisschen eingefettet. So, nachdem ich den Schaltzug eingefettet habe, kommt der jetzt hier in den Griff rein. Da muss man natürlich die richtige Stelle treffen. Sonst funktioniert das nicht, aber der kommt dann relativ gut durch. So, dann ziehe ich den hier durch und gleich hier in die Hülle mit rein. So, jetzt sind wir durch. Ziehen wir den ran. Gucken, dass der auch richtig hier einrastet. Und legen die Schalthülle hier schön bis zum Anschlag rein. Hier haben wir das Ende vom Schaltzug und muss natürlich noch gekürzt werden, aber vorher stecken wir die entsprechende Kappe rauf und befestigen sie hier über die Hülle. So, und jetzt messen wir hier 12 cm ab. Und kneifen dann die
Länge ab. Da sind wir ungefähr hier. Nochmal überlegen. 1, 2, 3, Chance vorbei. Als nächstes kommt die Einstellschraube wieder über den Schaltzug. So. Und anschließend kommt gleich die messingfarbene Befestigungsschraube rauf. So, das war so 3-4 mm vom Ende entfernt. Mache ich genauso, Augenmaß, und ziehe die gleich mal fest. War der falsche Imbus. So. Ja. So könnte das hinhauen. Jetzt nehme ich noch den Schlüssel. Kann ich noch fester schrauben. Was sich nicht vermeiden lässt, ist, dass es hier hinten so ausfranst. Durch die Druckkräfte von dieser Schraube ist halt so. So. So, die ist jetzt richtig fest. Geht hier nicht mehr raus. Jetzt kann es weitergehen. Nochmal ein Tipp. Wichtig ist wirklich, nichts zu vergessen. Also erst die Abschlusskappe rauf, dann die Einstellschraube rauf und dann erst die Befestigungsschraube anziehen. Weil, wenn ich die einmal angezogen habe, franzt hier hinten der Schaltzug automatisch auf. Wenn ich dann feststelle, ich habe hier was vergessen, dann wird es schwierig, das hier wieder einzufädeln in dieses kleine Loch. Deswegen nochmal schön systematisch durchgehen. Erst das, dann das und dann das. So, als nächstes kommt wieder die Einstellschraube hier rein. Dann drehe ich entgegengesetzt dieser Federung, wie ich es abgebaut habe, das Ganze hier zweimal rum. Befestige die Abdeckkappe rauf. Ziehe noch mal hier dran und schraubt das schon mal hier rauf, dann ist es schon mal fixiert und kann jetzt noch hier die kleine Schraube hier zum Befestigen gleich mit reinschrauben. Nicht zu festziehen, sonst knackt's. So. Wunderbar. Jetzt schalte ich vorne mal gleich in den vierten Gang. So. Und kontrolliere jetzt gleich mal die Einstellung von der Schaltung. Sieht jetzt so aus, dass es noch nicht übereinstimmt. Und das heißt für mich, ich muss ein bisschen reindrehen. So. Und jetzt
ist die Schaltung erstmal so eingestellt, dass er funktionieren würde. Im vierten Gang ist der Strich innerhalb dieser roten Kerbe. Die Clickbox ist jetzt vorbereitet, kann jetzt wieder aufgeschoben werden. Bevor ich das mache, nicht vergessen, vorne den ersten Gang einlegen. So, dann hier die Einstellschraube ein bisschen rausdrehen und dann vorsichtig die Clickbox aufschieben. Geht ein bisschen hakelig, aber irgendwann hat man es geschafft. So. Jetzt ist es montiert. Was man dann nicht vergessen sollte, ist noch zum Schluss, nachdem wir die Einstellung vorgenommen haben, hier wieder diese Abdeckkappe einzuklipsen. So. Damit bin ich erstmal fertig. Ich habe eine Probefahrt gemacht, das haut hin. Das Einzige, was mir negativ auffällt, ist manchmal, wenn ich voll in den siebten Gang schalte, dass die Gangschaltung dann nicht automatisch zurückkommt. Ich will das mal demonstrieren. Wenn ich jetzt hier bis zum vierten Gang gehe, ist kein Problem. Wenn ich aber mal voll bis zum siebten hochziehe und dann zurückreiße, sieht man hier, wie die Schalthülle nicht zurückkommt. Und das ist irgendwie, das passiert manchmal beim Fahren, jetzt noch nicht. So, jetzt hat er sich wieder zurückgezogen. Das weiß ich nicht, woran das liegt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es am Umbau liegt, sondern dass vielleicht die Super Sachs vielleicht ein bisschen schwergängig ist. Also vom 1. bis 4. geht es meistens. 5. da hat er dann so ein Widerstand, dass er nicht sofort zurückkommt. Ja, das sind auch mal die negativen Erfahrungen. Ansonsten bin ich zufrieden. Ich werde das jetzt weiter testen. Die Schaltung ist noch nicht viel gelaufen. Und wenn es gar nicht geht, dann baue ich mir noch eine andere Gangschaltung hinten ein. Ja, das war's. Bis dann erstmal.